könnt mit dem Begriff Typografie so gar nichts anfangen und ihr habt auch keine Ahnung, was das überhaupt mit Hörspielen zu tun haben soll, dann müsst ihr unbedingt dieses Video sehen, denn hier bekommt ihr die Antwort. Bleibt dran! Glück auf und willkommen, ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. In diesem Video möchte ich mit euch einmal über das Thema Typografie sprechen. Wenn ihr nicht wisst, was Typografie ist, ganz kurze Erklärung. Typografie ist die Kunst und Lehre von der Schrift. Jetzt fragt ihr euch natürlich, schön und gut, was soll das aber mit Hörspielen zu tun haben? Ganz einfach. Dieser Workshop gehört zu der Reihe Hörspielcover. Ich habe in meinem letzten Workshop schon darüber gesprochen. Da haben wir uns Hörspielcover angeguckt. Wir haben die so ein bisschen analysiert, beziehungsweise ich habe die analysiert. Und das hier ist die Weiterführung, weil jedes Hörspielcover braucht auch Typografie, braucht auch Schrift. Und wir wollen uns einmal angucken, welche Schriften passen eigentlich zu welchem Genre. Darüber hinaus möchte ich euch natürlich auch eine kleine Einführung geben, was für Unterschiede gibt es und euch so ein bisschen, sag ich mal, die Basics vermitteln, damit ihr einfach die richtige Schrift aussuchen könnt, damit ihr auch wisst, was gibt es denn überhaupt für Schriften. Ich möchte es nicht ganz so kompliziert machen, weil wenn man in dieses Thema Schriften eintaucht, dann gibt es wirklich unheimlich viel zu erzählen. Das kann ich aber in diesem einen Workshop halt nicht bringen. Deswegen kriegt ihr von mir in diesem Video wirklich nur die absolut notwendigen Basics und darauf bauen wir dann quasi den zweiten Schritt auf. Dann gucken wir uns mal verschiedene Typos an, so nennt sich das in der Fachsprache, und gucken dann einfach, welche Schrift passt denn wirklich zu welchem Genre oder welche Schrift passt am besten zu eurem Hörspiel, was ihr gerne machen möchtet. Die Schriftgattung wäre die erste große Einteilung bei Schriften. Davon gibt es genau drei Stück. Zum einen gibt es die sogenannte Antiqua, dann gibt es die gebrochenen Schriften, gerne auch altdeutsche Schrift genannt. Dann gibt es zum Schluss noch die nicht-römischen Schriften. Das wären zum Beispiel arabische oder auch chinesische Zeichen. Die nächste Einteilung wäre dann die sogenannte Schriftenfamilie. Als Schriftenfamilie versteht man alle zusammengehörigen Schriftschnitte einer bestimmten Schrift. Wir unterteilen das zum Beispiel in die Schriftstärke. Das heißt, eine Schrift könnte einfach bold sein oder heavy. Das sind so die typischen Fachbegriffe, wenn eine Typografie, also eine Schrift, wirklich sehr, sehr, sehr kräftig dargestellt wird. Dann gibt es die sogenannte Schriftbreite. In der Schriftklassifikation wäre es zum Beispiel normal oder auch regular genannt. Oder es wäre schmal oder condensed. Als drittes käme dann noch die Schriftlage hinzu. Das bedeutet, einmal gibt es eine Schrift, die normal ist, oder kursiv. Ganz zum Schluss gibt es dann noch die sogenannte Laufweite. Die Laufweite beschreibt nichts anderes als den Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben. Das heißt, wenn ihr eine große Laufweite wählt, wird das Wort immer größer, weil der Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben immer größer wird. Oder ihr nehmt eine geringere Laufweite, das heißt auch Stauchen, dass der Abstand zwischen den Buchstaben immer kleiner wird. Das war jetzt der Schnellkurs in Sachen Schriften. Das sind wirklich absolute Basics, aber für den Anfang soll es das auch erstmal gewesen sein, weil mehr braucht ihr auch erstmal nicht, um die Schrift später einfach auf eurem Hörspielcover zu bearbeiten oder auch zu setzen. So ist der Fachbegriff, wenn man halt Schriften platziert, nennt sich das eben Schriftsetzen. An dieser Stelle müssen wir dann auch über Schriftarten sprechen. Es gibt sehr viele verschiedene Schriftarten, die alle unterschiedliche Merkmale haben, die auch unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten haben. Die jetzt alle hier aufzuzählen, wäre natürlich auch wieder ein bisschen viel. Deswegen möchte ich euch nur einmal zeigen, welche Schriftarten gibt es, welche sind besonders und welche lassen sich ganz besonders voneinander unterscheiden. Fangen wir zu Beginn mit etwas ganz Einfachem an. Es gibt einmal Serifenschriften und es gibt serifenlose Schriften. Der Unterschied ist ganz eindeutig, und zwar sind bei den Serifenschriften sind die Abschlussstriche immer nochmal mit einem Endstrich versehen, während die serifenlosen Schriften keinen haben. Kann man also in diesem Beispiel hier ganz einfach sehen. Die nächste Schriftart, die ich euch vorstellen möchte, wäre die gebrochene Schriftart oder die Frakturschrift. Diese wird auch ganz gerne altdeutsche Schrift genannt, weil man eben auf sehr alten Plakaten aus den 20ern, 30ern und 40ern diese Schrift zum Beispiel sehr oft verwendet hatte und das damals eben sehr modern war. Oder auch ganz gerne in noch älteren Schriftstücken wird sie verwendet. Das sind wirklich ganz besondere Merkmale. Deswegen müsst ihr bei dieser Typografie auch immer vorsichtig sein, wenn ihr die benutzt, weil sie haben auch einen historischen Wert.
Dann gibt es noch eine Schriftart und hier möchte ich eigentlich drei verschiedene Schriften zusammenfassen. Sie haben zwar technisch alle, sind sie unterschiedlich, ich möchte sie aber trotzdem zu den sogenannten Handschriften zusammenfassen. Da gibt es einmal die klassische Handschrift, das ist eher eine, ich sag mal, eine technische Sache, wie eine Handschrift dargestellt wird. Dann gibt es die sogenannte Kalligraphie-Schrift. Das ist wirklich eine absolute Schönschrift, wo man sich wirklich sehr viel Mühe gibt bei der Zeichnung. Und dann gibt es noch die ganz klassische Schreibschrift. Ich habe diese Schrift zusammengefasst, weil auch zu dieser einzelnen Schriften, es ist immer schwer, die Unterschiede zu nennen. Deswegen habe ich es für euch mal so ein bisschen vereinfacht, damit ihr einfach wisst, okay, diese Handschriften sind wirklich alles Schriften, die irgendwie nicht maschinell erstellt werden, sondern wirklich noch von Hand geschrieben sind. Das ist eigentlich das, worum es bei dieser Schrift geht. Am Ende der Schriftarten möchte ich euch noch einmal die Schreibmaschinenschrift oder die sogenannte Typewriter vorstellen. Das ist natürlich so, wie der Name sagt. Die Schrift sieht so aus, als würde sie von einer Schreibmaschine getippt worden sein. Die ist auch sehr markant, deswegen habe ich sie hier nochmal aufgeführt, weil sie sich wirklich deutlich von den anderen Schriften unterscheidet. Es gibt noch weitere Schriftarten, aber die sollen uns jetzt erstmal nicht interessieren. Ich ging ja erstmal darum, dass ihr einfach optisch seht, wie sich diese einzelnen Schriften einfach voneinander trennen. Und jetzt kommen wir wirklich auch zu dem spannendsten Teil dieses Workshops, und zwar konkrete Anwendungsbeispiele. Hier möchte ich euch einfach mal zeigen, welche Schrift passt denn wirklich zu welchem Genre. Wenn ihr eine Hörspielproduktion anfangt und ihr macht zum Beispiel, wie ich es ganz gerne mache, ein Horrorhörspiel oder auch ein Thriller, dann gibt es bestimmte Schriftarten, die eher dafür geeignet sind als andere. Das bedeutet aber nicht, dass ihr andere Schriften gar nicht verwenden könnt. Es sind lediglich Schriften, die einfach geeigneter sind, besser aussehen und vielleicht auch den Zuschauer schon mal darauf einstellen, was ihn erwartet. Ihr dürft natürlich frei entscheiden, welche Schriften ihr für euer Hörspielcover nehmt. Und das hier ist auch nur eine Empfehlung von mir, welche Schriften sich besonders für welches Genre eignen. Fühlt euch aber trotzdem frei zu experimentieren, Schriften auszuprobieren und einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, passt denn wirklich diese Schrift wirklich für mein spezielles Hörspielcover. Legen wir also los. Fangen wir mit dem ersten Genre an, das auch gleich mein Lieblingsgenre ist, Horror. Und hier habe ich eine Schrift ausgewählt. Hier unten seht ihr immer den Namen. Es geht einfach mal darum, um die Optik der Schrift. Und ihr seht schon bei dieser Schrift, die sieht sehr fetzig aus. Sie sieht auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so handgeschrieben aus. Vielleicht auch, als wenn jemand mit, also wenn krass gesagt, als wenn jemand mit Farbe oder sogar mit Blut irgendwas an die Wände geschmiert hat. Deswegen hätte ich gesagt, das wäre für mich zum Beispiel eine typische Schrift, die sich besonders für das Genre Horror eignen würde. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Diese Schrift würde sich vielleicht für so ein Splatter-Hörspiel oder auch ein Horror-Splatter-Hörspiel eignen. Ihr seht hier, das sieht so aus, als wenn hier so Drahtseile gespannt sind und teilweise sind die Ecken hier so rausgefressen. Das heißt, das Ganze wirkt auf jeden Fall sehr bedrohlich. Der Hörer oder die Hörerin, die können sich schon darauf einlassen und wissen, okay, das wird sich jetzt hier nicht um Blümchen drehen, sondern das Ding ist schon so ein bisschen Hardcore. Und genau darum geht es bei der Typografie. Ihr müsst die Leute schon mal so ein bisschen in das Thema einführen, dass sie wissen, worauf die sich da einlassen. Kommen wir aber noch zu dem dritten Beispiel, was ich hier habe. Und zwar, diese Schrift ist zum Beispiel nicht so gut lesbar. Auch hier hätte ich gesagt, sollte man aber sofort erkennen, dass es sich auf jeden Fall um irgendetwas Gruseliges handelt. Da würde jetzt keiner erwarten, das ist vielleicht ein politisches Thema, sondern man würde wirklich sagen, hier geht es um Horror, Grusel, Geistergeschichte, sowas in der Art. Aber auch hier ist es so, ihr müsst mit der Schrift aufpassen, sie muss immer noch lesbar sein. Es ist halt so, manche Schriften sind besser lesbarer als andere, auch da müsst ihr abwägen, ist es noch in Ordnung oder ist es nicht. Hier hätte ich gesagt, müsste man auf jeden Fall manuell noch ein bisschen nachbessern. Schaut bitte auf jeden Fall, dass auch für die Hörerinnen und Hörer das gut lesbar ist, weil wenn sie das erste Mal das Cover sehen und es nicht lesen können, beschäftigen sie sich damit vielleicht gar nicht und ihr habt gar keine zweite Chance. Deswegen sollte auch die Typo auf jeden Fall sitzen. Das nächste Genre ist auch einer meiner Lieblingsgenres, und zwar Krimi
und Thriller. Hier ist es ein bisschen schwierig, eine geeignete Schrift rauszusuchen, weil es kommt natürlich auch immer auf den Inhalt an. Was wollt ihr transportieren? Was passiert in dem Hörspiel? Und da habe ich mich auch so ein bisschen danach orientiert, was auch aktuell so am Buchmarkt stattfindet. Und ihr werdet feststellen, es sind sehr oft solche Typos, die von Hand geschrieben sind, weil es einfach diesen Anschein hat, jemand hat von Hand eine Nachricht hinterlassen, wo vielleicht irgendein Hinweis draufsteht. Und das wäre für mich auf jeden Fall auch der erste Hinweis, dass es sich um einen Krimi oder auch um einen Thriller handeln würde. Auch wieder rechts unten in der Ecke könnt ihr den Namen sehen. Wenn ihr irgendwas nicht lesen könnt oder so, könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, welche Schrift das war. Dann schreibe ich euch das. Ihr kennt das Spielchen. Das ist auch wieder so ein Beispiel, wo ich sage, es ist ein schwerer Mix aus Lesbarkeit und Effekten. Da sollte man wirklich nicht allzu sehr abdriften, weil die Lesbarkeit nach wie vor immer im Zentrum steht. Aber hier hätte ich auch gesagt, hier würde ich wahrscheinlich eher einen Thriller oder eine spannende Geschichte erwarten, als jetzt zum Beispiel ein Splatter oder vielleicht eine Romanze oder sonst irgendwas. Ich gebe zu, das ist immer ein bisschen schwierig. Es ist immer auch so ein Bauchgefühl, was ich dabei habe, wenn ich eine Typo auswähle. Kommen wir noch zum letzten Beispiel. Hier hätte ich gesagt, eine ganz klare, einfache Schrift. Ein typischer, klassischer, vielleicht sogar Polit-Thriller, wo man bestimmte Sachen, hier habe ich noch ein bisschen mit der Größe gespielt, dass Killer halt betont ist. Das Wording ist natürlich auch immer wichtig, aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Es ist eine sehr klare Schrift, eine sehr einfache Schrift. Man würde eine bestimmte Art von Thriller vielleicht hier vermuten. Ich würde hier zum Beispiel nicht einen Science-Fiction-Thriller oder einen Thriller vermuten, der in der Vergangenheit spielt oder in der Zukunft, sondern ich hätte gesagt, das ist eine moderne Schrift. Der Thriller spielt auf jeden Fall im Hier und Jetzt. Und ihr seht schon, es gibt natürlich viel Freiraum, um bei den Schriften, ich sag mal so, Interpretationen zu machen. Also das, natürlich kann man nicht sagen, das muss immer so diese Schrift sein. Aber wenn ihr das im Prinzip mit eurer Vorstellung vereinbaren könnt, dann ist es in der Regel auch richtig. Und dann gibt es ja immer noch das Feedback von den anderen, die das zum ersten Mal sehen. Also fragt auch ruhig andere Leute, was würdest du erwarten von dieser Schrift oder von diesem Hörspielcover mit dieser Schrift? Was ist die Erwartung? Und dadurch lernt ihr auch oder entwickelt ein Gefühl für die Schriften und wie man sie benutzen kann. Das nächste Genre, was wir uns angucken, ist Abenteuer. Und ihr seht schon, hier steht es nicht nur im Namen drin, sondern ich finde, diese Schrift hat so ein etwas, alten Charakter. Die Schrift sieht nicht so modern aus und ich verbinde Abenteuer auch immer ganz gerne mit der Vergangenheit, mit Sachen, die schon weiter zurückliegen. Dann kommt natürlich immer noch die Mischung mit dem Namen, also Im Tal der Abenteuer lässt natürlich nicht so viel Spielraum zu, aber ich finde, diese Typografie passt einfach. Es ist immer schwer zu erklären, was für Gründe ich dafür habe, weil manchmal ist es einfach Erfahrung oder auch ein Bauchgefühl, was ich habe, wo ich sage, nein, diese Schrift passt nicht oder sie passt eben doch. Kommen wir aber mal zum zweiten Beispiel. Da wird es vielleicht noch deutlicher. Rubin des Todes hört sich so nach so einem typischen Abenteuer an. Man bricht zu einer Expedition auf und möchte halt diesen Rubin finden. Und dahinter steht irgendwie die Geschichte, dass dieser Rubin eben verflucht ist oder so. Und da finde ich einfach diese Schrift eigentlich sehr passend, weil sie hat so was Fremdes, so ein ganz, ganz, ganz leicht was Orientalisches, so ein bisschen exotisch und auch fremd. Also dass ferne Länder wirklich immer exotisch waren und immer Geheimnisse hatten, die man nicht kannte, weil sie einfach so weit weg waren und nicht greifbar waren. Und das, finde ich, spiegelt sich in dieser Typografie eigentlich auch ganz gut wieder. Aber noch deutlicher wird es, glaube ich, bei diesem letzten Beispiel. Ihr erkennt sie natürlich. Sie ist angelehnt an Indiana Jones. Und da ist es wirklich so, dass diese Schrift eigentlich durch Indiana Jones die absolute Abenteuerschrift geworden ist, weil sie wurde in dem Film verwendet und deswegen assoziiert man das sofort mit diesem Genre Abenteuer. Auch da könnt ihr natürlich auf bekannte Sachen zurückgreifen, weil das kennen die Leute schon. Damit haben sie Erfahrung und das haben sie schon eingeordnet und ihr benutzt einfach die gleiche oder eine ähnliche Schrift und habt sofort die Assoziation im Kopf, dass man sagt, oh, das ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Auch damit könnt ihr dann spielen, dass ihr euch einfach Schriften raussucht, die einfach ähnlich sind von wirklich großen Kinofilmen oder von super bekannten Büchern, dass man wirklich sofort eine Verbindung dazu herstellt und sofort weiß, ach,
Das ist die ähnliche Schrift wie von Herr der Ringe. Da geht es wirklich ich sag mal grob gesehen, um Abenteuer. Das ist auch ganz wichtig und auch da seid ihr frei in eurer Entscheidung. Bei dem nächsten Genre ist es, wie ich finde, relativ eindeutig, wenn man eine Schrift benutzt, dieses Genre wirklich so festzumachen. Und zwar wäre das Science Fiction. Hier steht zum Beispiel auch nicht ganz optimal lesbar, aber ich fand diese Schrift eben so extrem technisch, dass man eigentlich gar keine andere Wahl hat, als zu vermuten, das muss auf jeden Fall was mit Technik zu tun haben und Technik ist ja auch immer ein Ding von Science Fiction. Deswegen hätte ich gesagt, wäre diese Schrift auf jeden Fall dafür geeignet, wenn ihr ein Science Fiction Hörspiel machen würdet und dann wäre diese Schrift für das Cover auf jeden Fall, ich sag mal nicht 100% optimal, aber auf jeden Fall geeignet, dass man sofort erkennt, oh, das muss sich um Science Fiction handeln. Gucken wir uns mal das zweite Beispiel an. Auch hier wieder, es ist nicht ganz so gut lesbar. Hier müsste man wahrscheinlich händisch noch ein bisschen einarbeiten. Aber das Ganze könnte, ich gebe zu, es könnte auch eine Abenteuergeschichte aus dem Mittelalter sein, die vielleicht einen kleinen magischen Touch hat. Oder es könnte aber auch etwas aus der Zukunft sein, was vielleicht auch mit Magie zu tun hat. Weil es ist eine Schriftart, die sieht auch fremd aus. Sie sieht aus, als wenn das so Runenzeichen wären. Vielleicht auch so ein bisschen Schrift von Außerirdischen. Und das würde ich eben auch auf jeden Fall mit Science Fiction assoziieren. Deswegen habe ich diese Schrift ausgewählt und denke, die könnte man auch sehr gut für ein Science Fiction Hörspiel verwenden. Gucken wir uns dann noch das dritte Beispiel an. Ähnlich wie bei der ersten Schrift, nur nicht ganz so technisch. Hier finde ich eben auch diesen ganz klaren Stil, den wir ja auch schon beim Thriller hatten. Manche Thriller haben, oder beziehungsweise Science-Fiction-Geschichten, haben eben auch einen ganz klaren Aufbau. Und diese Klarheit, also das erkennt man auch in der Schrift, gerade wenn es um so Computersachen geht. Das sind selten Sachen, die zufällig sind, sondern sie sind mathematisch, sie sind einfach, sie sind direkt. Und genauso ist es auch hier mit der Typografie. Sie ist schnell zu erkennen, durch dass sie so ein bisschen breiter gezogen ist, die Schrift, hat sie auch so einen ganz leicht fremden Touch. Deswegen hätte ich gesagt, wäre auch diese Schrift eher für ein Science-Fiction-Hörspiel geeignet. Aber sie könnte durchaus auch bei einem Thriller oder einem Krimi Anklang finden. Bei dem nächsten Genre finde ich die Auswahl der Schrift auch relativ einfach. Und zwar geht es hier um Kinderhörspiele. Bei Kinderhörspielen ist es so, die Schrift muss sehr einfach zu lesen sein, weil auch Kinder wollen natürlich sofort wissen, was ist das für ein Hörspiel. Und es muss eine Schrift sein, die auch Kinder anspricht, dass sie Bock darauf haben. Das heißt, da könnt ihr jetzt nicht mit so einer Technikschrift ankommen. Das muss schon etwas Kindgerechtes sein. Und kindgerecht hätte ich eher gesagt, es sind so Schnörkelschriften oder keine Effektschriften, die einfach irgendwie ganz süß aussehen, sag mal, die einfach nett sind, die auch ein bisschen verspielt sind, wie hier zum Beispiel. Gucken wir uns auch das zweite Beispiel nochmal an. Hier auch nochmal ganz klar eine sehr, sehr, sehr verspielte Schrift und sie sieht irgendwie nach Spaß aus. Ne? Ist auf jeden Fall eine Schrift, die man sofort mit einem Kinderhörspiel assoziieren würde. Gucken wir uns nochmal das dritte Beispiel an. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Art Schreibschrift, also es sieht auf jeden Fall aus, als wäre sie von Hand gemacht, aber trotzdem technisch noch immer so, dass die Buchstaben sehr gerade sind. Aber das sind jetzt nur so kleine Details. Aber auch Handschriften würden sich, wenn sie gut lesbar sind, auf jeden Fall dafür eignen, dass es halt Kindergeschichten sind. Und auch Kindergeschichten können ja verschiedene Inhalte haben, von, ich sag mal, ein Krimi bis zu Abenteuer ist da alles möglich. Und das wäre auch eine Schrift, wo ich gesagt hätte, die wäre weniger Abenteuer, sondern es wäre so eine typische Lausbubengeschichte. Die nächsten Genres habe ich mal der Einfachheit halber zusammengefasst, und zwar Romantik und Mittelalter. Und bei Romantik meine ich nicht nur wirklich also Liebesgeschichten, sondern auch vielleicht so eine Art viktorianische Romantik. Wie auch hier im ersten Beispiel wäre Steamtown, hätte ich gesagt, gibt schon den Hinweis, okay, das ist jetzt etwas, was so ein bisschen vielleicht in der Zukunft spielt, was mit Technik spielt, was aber nicht zwingend Science-Fiction ist. So Steampunk-Geschichten sind ja nicht immer zwingend in der Zukunft, sondern bei Wild Wild West war das ja das Thema zum Beispiel auch. Es waren Western, aber mit eben Steampunk-Charakter. Gucken wir uns aber nochmal das zweite Beispiel an. Wenn ihr das sehen würdet,
bin ich mir fast sicher, würde jeder sofort an Edgar Allan Poe denken. Heißt also, auch hier ist es keine moderne Geschichte, sondern es ist ein Krimi, der halt in einer vergangenen Zeit spielt und Mittelalter nicht unbedingt. Dafür ist die Schrift wiederum nicht geeignet. Bei der Mittelalterschrift hätte ich zum Beispiel eher sowas wie eine Fraktur genommen, weil das eben eine altdeutsche Schrift ist, beziehungsweise eine Schrift ist, die man einfach mit diesem Zeitalter verbindet. So, und diese Schrift würde ich auf jeden Fall nicht mit dem Mittelalter verbinden, sondern eher, ja, ich sag mal, 18. 19. Jahrhundert und vielleicht auch eher in die Krimi-Ecke stecken, nicht unbedingt in die Romantik-Ecke, weil dafür ist die Schrift einfach ein bisschen zu spooky. Aber wir haben ja noch ein drittes Beispiel. Hier ist es das Gleiche. Auch hier hätte ich gesagt, diese Schrift würde ich eher zu einem Krimi zuordnen, vielleicht sowas wie angelehnt an From Hell oder irgendwie sowas und auch nicht eine Liebesgeschichte, sondern auch hier hätte ich gesagt, das sieht mir irgendwie schwer nach Krimi aus oder nach einem Drama, vielleicht ein Kriegsdrama, irgendwas auf jeden Fall auch, was in der Vergangenheit spielt. Und naja, ihr seht, dass es gibt sehr viele Arten von Typus, es gibt unterschiedliche Merkmale und wirklich manche Schriften eignen sich für bestimmte Genres und bei manchen hätte ich gesagt, die eignen sich einfach schlecht, gar nicht. Das war's auch schon wieder mit diesem Workshop und ich hoffe, ich konnte euch das Thema Typografie so ein bisschen näher bringen. Ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt, auf jeden Fall in die Kommentare damit. Ich beantworte eure Fragen ganz gerne. Wenn ihr noch ein weiteres Video sehen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall dieses Video hier empfehlen. Das ist nämlich der erste Teil von dieser Workshop-Reihe. Da bespreche ich ein paar Hörspielcover und sage oder analysiere die so ein bisschen. Ist auf jeden Fall auch ultra spannend und für den Einstieg ganz gut. Guckt es auf jeden Fall an. Dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele, abonniert meinen Kanal und wir sehen und wir hören uns. Bis dann.